Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Elektronik in Hamburg. Ich bin Thomas Orlowski, das ist mein Kollege Sascha Kasper. Hallo Sascha. Moin Thomas. Ja, es weihnachtet bald wieder und wir haben die Gelegenheit heute mal genutzt, uns kompakte, tragbare Bluetooth-Lautsprecher zu schnappen. Und interessant dabei der neue Cambridge Audio, der Yoyo S. Dann haben wir als nächsten den super kleinen und kompakten Denon Envaya Mini genommen. Und zum Schluss vergleichen wir den nochmal kurz mit dem Marktführer, dem Soundlink Mini von Bose. Sascha, du hast dich etwas näher damit beschäftigt. Dann erzähl uns doch mal was dazu. So, genau Thomas. Ich habe mir die letzten Tage sowohl die Cambridge als auch die Denon mal genauer angehört, sie näher unter die Lupe genommen. Und wir fangen am besten mit der Denon Envaya Mini an. Wir haben ein sehr kompaktes und leichtes Gerät. Vom Gehäuse her haben wir ja gummierte Endstücke mit versteckten Anschlüssen, die mit einer Klappe versehen sind. Das ganze Gehäuse und die Box selber sind spritzwassergeschützt. Sprich, wenn es mal anfängt zu regnen, geht diese Box auch nicht gleich kaputt. Ja, zum Klang muss man sagen, für eine Box dieser Größe macht sie einen ausgewogenen Klang, hat schöne Höhen, der Bass ist entsprechend kräftig. Wir haben zwei Aktivlautsprecher nach vorne und einen passiven Bassreflex hinten, sorgt für anständigen Klang. Wenn man die Box allerdings sehr laut macht, wird der Klang ein bisschen dünn, fehlt im Endeffekt nachher die Power. Zur Bedienung lässt sich sagen, wir haben hier an den Seiten den An- und Ausschalter. Wir können am Gerät Play und Pause machen, sowohl leise als auch lauter. Auf der anderen Seite haben wir die Akkuanzeige und die versteckten Anschlüsse. Ja, zu den Anschlüssen zu sagen, wir haben zusätzlich zur Bluetooth-Variante fürs Telefon haben wir auch noch einen AUX-Eingang. Sprich, wir können Tablets, Smartphones oder jegliches Gerät mit einem Audioausgang auch über Klinke anschließen. Und darüber hinaus hat die Denon Envaya Mini auch noch eine Freisprechfunktion mit Mikrofon. Sprich, wir können mit angeschlossenem Telefon das Ganze auch als Freisprechanlage für Telefonate nutzen. Ja, kommen wir dann nun zur neuen Cambridge Audio Yoyo S. Diese Box unterscheidet sich natürlich schon optisch sehr von der Denon. Sie ist wesentlich größer und ist mit einem Stoff Bezug umzogen, sage ich einfach mal. Den gibt es in vier verschiedenen Farben. In einem hellgrau, dunkelgrau, einem blau und diesem türkisblau hier. Ja, darüber hinaus ist sie mit einem weichen Kunststoff überzogen, welches die Haptik sehr angenehm macht. Sprich, die Bedienung ist sehr leicht. Zum Sound muss man sagen, sie hat einen sehr kräftigen Sound, einen sehr lebhaften Sound und auch einen sehr kräftigen Bass. Was sie schafft, dadurch, dass sie zwei Aktivlautsprecher hier vorne hat, einen aktiven Subwoofer in der Mitte und auf der Rückseite einen passiven Bassreflex, der dafür sorgt, dass wir auch in sehr lauter Lautstärke auch noch immer noch einen kräftigen Bass bekommen und somit eine sehr schöne Soundwiedergabe. Auch hier zu den Anschlüssen neben Bluetooth haben wir hier den AUX-Eingang wie bei der Denon, aber zusätzlich auch noch einen USB-Anschluss, über den man einen Stick anschließen könnte. Und zusätzlich eine Ladefunktion für unterwegs, sprich, ist das Handy mal leer, kann ich ihn hier anschließen und das Handy wird aufgeladen. Ja, preislich noch zu sagen, die Denon liegt bei 99 Euro und der Cambridge bei 179 Euro. Natürlich unterschiedlich vom Klang her. Haben das dann auch nochmal mit der Bose Soundlink Mini 2 verglichen, die ja im Preissegment 189 Euro liegt und sehr gute Tests bekommen hat. Und es lässt sich sagen, dass beide im Bereich der Bose spielen, die einen besseren Bass mitbringt und die Box einfach preislich von der Ausstattung her sehr zu empfehlen ist. So, zur Akkuleistung der beiden Geräte lässt sich sagen, dass die Denon unter normaler Lautstärke 10 Stunden läuft, und die Cambridge 14 Stunden, unter Volllast, bei Volllautstärke entsprechend weniger. Und als
Special, sage ich einfach mal, lässt sich zur Cambridge sagen, sie hat auch eine Gestensteuerung. Das heißt, wir haben hier das Bedienfeld hier oben. Und durch Wischen zur Seite komme ich zum nächsten Stück. Und zum Wischen zur anderen Seite kann ich Play oder Pause machen. Sprich, ich brauche nicht am Gerät bedienen, kann intuitiv durchstreichen das ganze Gerät bedienen. Super, Sascha. Vielen Dank. Ja, diese schönen Lautsprecher sind ab sofort bei uns im Online-Shop erhältlich. Wir führen sie euch gerne auch hier in Hamburg in unserem Laden vor. Falls ihr weitere Fragen dazu habt, meldet uns gerne an unter shop@thomas-elektronik.de oder ruft uns gerne an unter 040-41-00-4540. Bis dahin erstmal viele Grüße von der Elbe. Bis zum nächsten Mal bei Thomas Elektronik. Tschüss. Tschüss.